Bei Sappi in Kratkorn erzeugen wir derzeit 990.000 Tonnen Papier und 250.000 Tonnen Zellstoff im Jahr. Der erzeugte Zellstoff wird ausschließlich für die eigene Papierherstellung verwendet. Zellstoff wird durch ein chemisches Verfahren aus entrindertem und gehacktem Holz gewonnen. Neben Holz ist Wasser ein wichtiger Rohstoff für die Zellstofferzeugung. In Kratkorn wird das dafür benötigte Wasser aus der Mur und aus umliegenden Brunnen entnommen. Sämtliche beim Produktionsprozess entstehenden Abwässer werden in einer nachgeschalteten Kläranlage wieder gereinigt, bevor sie in die Mur zurückgeleitet werden. Pro Tonne Zellstoff benötigt man rund 40 Kubikmeter Wasser und 2 Tonnen Holz. Für die Herstellung von Zellstoff verwenden wir in Kratkorn die Holzsorten Fichte und Buche. Rund 50% der nötigen Holzmenge wird in Rundholz angeliefert, der Rest als Hackschnitzel, die von Sägewerken kommen. Unser Holz kommt überwiegend aus Österreich und unseren Nachbarländern. Es fällt bei der Durchforstung und in den Sägewerken als Sägenebenprodukt an. Auch Schadholz kann zu Zellstoff verarbeitet werden. Die Zellstoffindustrie ist daher für unsere Waldbauern sehr wichtig, vor allem in Zeiten von Borkenkäferbefall und bei großen Wind- und Schneebrüchen. Auf unserem Holz- und Hackgut-Lagerplatz können maximal 150.000 Festmeter Holz gelagert werden. Da im Winter aufgrund von Schnee der Holzeingang gering ist, ist ein Lager notwendig, um den Bedarf an Holz für unsere Zellstoff- und Papierproduktion auch in den Wintermonaten zu decken. Unser Verbrauch an Holz beträgt ca. 100.000 Festmeter im Monat. Am Holzplatz kommt das Rundholz in den sogenannten Gentle Feed und wird zur Entrindungstrommel transportiert. In der Entrindungstrommel werden die Baumstämme durch die Reibung aneinander entrindet. Danach werden die entrindeten Stämme gewaschen und gehackt. In der Entrindungsanlage und Hacke werden bis zu 3000 Festmeter Holz in 2 Schichten pro Tag verarbeitet. Das gehackte Holz wird über Förderbänder zum Hackgutlager, dem sogenannten Peilplatz, transportiert. Auf dem Peilplatz wird das Sägerestholz aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften getrennt vom Eigenhackgut gelagert. Bei der Lagerung des Hackguts wird ein Teil des Harzes, das für den weiteren Verarbeitungsprozess schädlich ist, durch Temperatureinfluss abgebaut. Ein Peil hat im Kern im Sommer 50 bis 70 Grad Celsius. Durch den Abbauprozess ist die weitere Verarbeitung in der Faserlinie leichter. Sägerestholz und eigenes Hackgut werden in einem bestimmten Verhältnis in die Kocherei der Faserlinie transportiert. In der Kocherei angekommen, werden nacheinander 7 Kocher mit Hackgut befüllt. Ein Kocher hat ca. 350 Kubikmeter Volumen und enthält am Ende etwa 140 Tonnen lufttrockenes Hackgut. Zusätzlich zum Hackgut kommt noch vorgeheizte Säure in den Kocher. Mit der Säure können die Zellulosefasern aus dem Holz herausgelöst werden. Beim Kochvorgang wird zuerst der Druck im Kocher mehrmals stoßartig erhöht.
Dadurch kann die Säure leichter in die Bohren des Hackguts eindringen und die Zellulose gut vom Holzbindemittel Lignin trennen. In der Schaltwarte des Laugenkessels wird dieser Prozess gesteuert und kontinuierlich überwacht. Die Chemikalien werden bei der Zellstoffherstellung im Kreislauf geführt. Es findet eine ständige Chemikalienrückgewinnung statt. Beim Kochvorgang entsteht eine Lauge. Diese Ablauge wird im Laugenkessel bei 1200 Grad Celsius verbrannt. Dadurch entsteht in der Rauchgasnachbehandlung wieder eine Säure, die wiederum in der Kocherei zum Auftrennen von Zellulose und Lignin verwendet wird. Nach dem 8-stündigen Kochereizyklus erfolgt die Sortierung von nicht verkochten Grobteilen. Vor allem Äste sind aufgrund ihrer Struktur schwer chemisch aufzuschließen. Sie müssen daher entfernt werden. Danach wird in der sogenannten Wäsche- oder Laugenerfassung die ligninhaltige Kochsäure von den Zellstofffasern getrennt. Die Kochsäure kommt zurück in die Laugenlinie. Nach der Wäsche liegen die Zellstofffasern als Braunstoff vor. Daher müssen sie gebleicht werden. Bereits seit Beginn der 1990er Jahre wird unser Zellstoff chlorfrei gebleicht. Dies passiert in 3 Bleichstufen, um den gewünschten Weißgrad zu erhalten. Am Ende der Bleiche werden noch einmal Stör- und Grobstoffe in einer Nachsortierung aussortiert. Dieser Prozess wird von der Faserwarte aus gesteuert und überwacht. Die fertig gebleichten weißen Zellstofffasern werden in großen Stapeltürmen gelagert. Es gibt 3 Weiterverarbeitungswege unseres Zellstoffs. Ein Teil des gebleichten Zellstoffs wird sofort flüssig an die Papierfabrik abgegeben. Der Rest wird in der Entwässerungsmaschine getrocknet. Ein Teil des vorgetrockneten Zellstoffs wird direkt wieder mit Abwasser der Papierfabrik aufgelöst und an die Papierfabrik abgegeben. Dadurch ist die Verarbeitung in der Papierproduktion leichter, da die Zellstofffasern weniger quellen und in der Papiermaschine leichter getrocknet werden können. Der restliche getrocknete Zellstoff wird mit Längs- und Quermessern auf Blätter geschnitten und zu Zellstoffballen verarbeitet. Je 8 Ballen werden zu einer Unit verpackt und zum Ausgleich des Kapazitätsbedarfs der Papierfabrik gelagert. Die Qualität des getrockneten Zellstoffs wird in der Warte geprüft. Dabei wird speziell die Weiße und Reinheit kontrolliert. Zusätzlich zum selbstproduzierten Zellstoff benötigen wir 180.000 Tonnen Fremdzellstoff für unsere Papierproduktion. Dieser wird in einer eigenen Anlage gelagert und verarbeitet. Fremdzellstoff beziehen wir aus Europa und Südamerika.
Wird getrockneter Zellstoff weiterverarbeitet, müssen die Units entdrahtet werden, bevor sie in zwei Auflöseanlagen wieder aufgelöst werden. Davor werden sie noch in Sortierstrecken geteilt. Denn je nach Papiersorte und Grammatur liefert die Zellstofffabrik unterschiedlichen Zellstoff zur Papierfabrik und erfüllt somit die Rezepturanforderungen der Papierfabrik. Dank dieser stabilen und sicheren Prozessqualität in der Zellstofferzeugung gelingt es uns bei Sappi Gradkorn, hochwertiges Papier herzustellen.